Geschmorte Kaninchenkeulen 25 Zubereitung 1 ca. 50 Schmoren pro Portion ca. 590 Kilokalorien 45 Gramm EW 35 Gramm F 9 Gramm I kleiner als H für 4 Personen 1 Schalotten Knoblauch 10 2 Z Ege Rosmarin Kaninchenkeulen, Klammer auf je ca. 250 Gramm, Klammer zu, Salz, frisch gemahlener Pfeffer 3 Esslöffel, Olivenöl 50 Gramm, Pinienkerne 400 Milliliter, trockene Weißwein, Klammer auf ersatzweise Instantgemüsebrühe, Klammer zu, 2 Lorbeerblätter, 150 Gramm Kirschtomaten, 120 Gramm schwarze Oliven, außerdem knuspriges Weißbrot zum Dazuessen. 1. Die Schalotten schälen und längsvierteln. Den Knoblauch schälen und fein hacken, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Die Rosmarinzweige waschen und trocken schütteln. Die Kaninchenkeulen kalt abwaschen, mit Küchenpapier trocken tupfen, salzen und pfeffern. 2. Einen Schmortopf auf mittlerer Stufe erhitzen und das Öl hineingeben. Die Kaninchenkeulen darin ca. 3 anbraten. Mit einer Zange wenden und auf der anderen Seite ebenfalls 3 anbraten. 3. Die Kaninchenkeulen herausnehmen und auf einen Teller legen. Schalotten, Knoblauch und Pinienkerne im Bratfett unterrühren anbraten. Die Hälfte des Weins dazu gießen und aufkochen lassen. Die Kaninchenkeulen wieder hineingeben, Rosmarinzweige und Lorbeerblätter dazulegen und das Fleisch ca. 25 zugedeckt bei kleiner Hitze sanft schmoren fassen. Die Kirschtomaten waschen, die Oliven abtropfen lassen, die Kaninchenkeulen wenden, übrigen Wein angießen und die Tomaten und Oliven im Topf verteilen. Zugedeckt weitere 20 schmoren lassen. 116,5 mit einem spitzen Messer in die dickste Stelle eine Keule stechen, wenn das leicht geht und klarer Saft austritt, ist sie fertig, Klammer auf, sonst noch 5 bis weiter schmoren lassen, Klammer zu. Zum Servieren mit der Soße und den Tomaten, Oliven und Pinienkernen auf 4 Teller verteilen. Dazu schmeckt knuspriges Weißbrot zum Auftunken der Soße. Variante mit Hähnchenkeulen: Wer keine Kaninchenkeulen bekommt, kann sie durch Hähnchenkeulen ersetzen. Diese schmecken allerdings besser, wenn sie offen im Backofen gegart werden. Den Backofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft 160 Grad, Klammer zu, vorheizen. 4 Hähnchenkeulen, Klammer auf je ca. 250 Gramm, Klammer zu, wie beschrieben vorbereiten und auf dem Herd anbraten. Anschließend mit der Hautseite nach oben 45 offen im Backofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, garen, dabei die übrigen Zutaten wie beschrieben, nach und nach hinzufügen.